So, liebe Zuschauer, die wichtigste Nachricht heute neben der zwischenzeitlichen Führung von Severin Freund, dem kleinen Antonin Hajek, ist weiter nichts passiert. Wir haben mit dem Doktor gesprochen, Prellung, das Übliche, aber zumindest nichts am Rücken, also keine Behinderung des Bewegungsapparates. Ich denke, Gerd, das ist die wichtigste Nachricht des Tages. Definitiv. Jetzt heißt es natürlich erstmal abwarten, was an Prellungen noch über die Nacht auftaucht, ob er morgen fliegen kann. Aber aus der tschechischen Teamsicht ist es schon wichtig, dass er den Antonin Hajek am Sonntag fliegen könnte. Denn da habe ich es eben auf dem Sender gesagt, eine Außenseiterchance auf Bronze können sie durchaus erreichen. Also, was heute wieder abgelaufen ist, was Severin Freund abgeliefert hat, ich meine, Kasai und Preutz und Bardal und Kot, das sind ja keine Waisenknaben, aber er hat diesen Wettkampf wieder im Griff gehabt. Höchstes Kompliment. Es ging gleich vom Probesprung an. Der hatte den ersten über 200 gesetzt. Also man hat schon ein bisschen gefühlt oder fühlen können, dass er vielleicht das heute sein Tag ist. Okay, wir haben jetzt erstmal 50%. Also noch kann er sich nicht als Skiflug-Weltmeister nennen, aber 50% hat er mal eingefallen. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Wir wissen alle nicht, wie das Wetter wird. Und da lieber heute auf Platz 1 zu sein und die anderen werden warten. Vor allen Dingen, die auf Platz 4 und 5 und 6 liegen. Die hoffen natürlich, dass morgen nochmal geflogen wird, weil da ist es doch sehr eng. Da kann auch einiges passieren. 11 Punkte beim Skifliegen. Der Vorsprung auf Peter Preutz ist kein Ruhekissen, aber es ist schon mal eine gewisse Sicherheit, wenn morgen nochmal ein Fliegen stattfinden sollte. Und Sie sollten bitte auch in das Interview reinhören, was er uns gegeben hat. Es ist, glaube ich, das 10. innerhalb der letzten 10 Tage gefühlt. Er hat sich gewünscht, dass auch morgen geflogen wird, dass er nicht Halbzeitweltmeister ist. Das ehrt ihn außerdem. Natürlich, vor allen Dingen hat er die Form eben auch, wo er definitiv weiß, die Kinder hier, okay, kommen durch unsere Technik durch, wo er definitiv weiß, er kann alles schlagen. Und natürlich wäre es schön, wenn man mit 4 Flügen Weltmeister würde. Und allerdings gab es auch schon Weltmeister auch nur mit 2 Flügen. Und von dem her liegt es ja nicht an ihm. Es ist das Wetter, wäre es das Wetter, was entscheiden würde. Und dann kann es sowieso keiner ändern. Der letzte Deutsche übrigens, der Weltmeister geworden ist, Sven Hannawald. War auch hier, ne? Hier mit 2 Flügen, da war der zweite Tag, ging da nicht. So, Meister Jurotek, der tschechische Trainer, gibt sich die Ehre, hat uns fotografiert. Dankeschön und das war's. Wir sehen uns morgen und hören uns morgen. Machen Sie es gut.